Ja, hallo Leute, herzlich willkommen. Heute wollte ich mal einen kleinen Schneidetest machen mit dem Glock Feldmesser 78 oder 87? Ne, 87 denke ich mal. Das ist von Glock. Und ganz schön langer Prügel. Und dann hier haben wir hier Grünholz. Und da wollen wir mal gucken, ob wir hier so lange, ja, es handelt sich hierbei um Kohlenstoffstahl, also einen rostenden Stahl mit einer sehr, also die Klinge kann man relativ scharf bekommen. Das ist jetzt hier so eine Art Federsticks. Nur der Griff, weil er so rund ist, ist es auf Dauer ein bisschen schwer zu handeln. Aber sonst geht's. Dann wollen wir mal gucken, ob wir einen Powercut noch hinkriegen. Ja, geht auch. Ist zu beziehen so für 30 Euro, sogar, ja, so 30 Euro. Und das gibt es einmal in Schwarz, einmal in Oliv hier und in so einem Coyote-Ton gibt es das auch noch. Also in so einem Sand-Coyote. Und als, ja, als Spaßmesser. Obwohl, also Betoning mit hier 5 mm Rücken, das ist schon ein ordentlicher Klopper und es geht sehr nach, also es wird sehr flach runter. Also es geht sehr flach runter. Und so als Pfannmesser nicht schlecht. Ein bisschen groß, wie gesagt, über 16 cm und also ein sehr großes Messer, aber es macht Laune, es macht Spaß. Und diese Messerscheide ist wirklich klasse, weil die rastet so ein. Man kann das hier aufmachen, hier zu. Hier könnte man noch einen Paracord durchmachen und einen Sperr bauen und whatever. Und wie gesagt, als Pfannmesser macht das Ding Spaß. So, das war das Glock Feldmesser 78 und ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss.